Ich brauche jetzt ganz viel Kraft. Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Wir sind in Elden angekommen. Mal wieder der obligatorische Check. Hier befindet sich der Eingang zur letzten Siren. Los geht's. Wir brauchen das letzte göttliche Artefakt. Oder den göttlichen Schatz, besser gesagt. Und den holen wir uns jetzt. Stoße das Schwert in das Symbol und stelle dich der nächsten Prüfung. Also wenn ich vor einer Siren-Prüfung Angst habe, oder Respekt, sehr viel Respekt, dann vor den Elden. Es heißt ja nicht umsonst Dienstkraft. Und ja, das wird ein Kraftakt. Auch hier 15 Tränen zu sammeln. Im Vergleich zum Wald von Faron, allerdings mit mehr Gefahren gespickt, wie auch in Ranel. Im Gegensatz zu Ranel, aber eben nicht nur auf einer Ebene, sondern wirklich über den ganzen Aufstieg des Vulkans verteilt und auch über den Abstieg, über die Rutsche. Das wird kacke. Gebieter Link, ich kann dir wie immer nicht folgen. Dienst Siren. Um die letzte der Flammen, die dein Schwert stärken, zu erhalten, musst du diese Prüfung bestehen, Gebieter. Und ich sehe erstmal schon wieder einen finster Halbmond, der mich beim letzten Mal fast das Leben gekostet hat. Ach ja. Also nicht dieser konkret, sondern generell die finster Halbmonde. Mir ist aber übrigens doch noch ein Cube eingefallen, hier ein Artefakt der Göttin. Und ich wollte mein Schwert zücken, was mache ich denn? Was ich noch holen müsste. In, Faron. Beim Floria-Wasserfall. Und da ist tatsächlich die erste Träne, wie es scheint. Und das ist verdammt fies, weil wir laufen eigentlich direkt dem Wächter in die Arme. Aber nun gut. Das Spiel will es so. Ha. I hate it. Also, wenn ich eine Mission... Wenn ich nicht nur vor einer Mission Respekt habe, auch, sondern auch wirklich eine hasse, dann diese. Ha. Weil es einfach so verdammt weit gefächert ist, wo die Dinger sind, ne? Das ist ekelhaft. Aber nun gut. Was soll ich tun? Ich frage mich, ob ich die jetzt hier holen soll, diese Träne, weil die ist ja auch eigentlich so gesehen auf einer Art Rückweg. Aber ich nehme sie trotzdem mal mit. Sonst vergesse ich die noch irgendwie oder was. Und ich wette, das war ein strategischer Fehler. Aber nun gut. Ich kämpfe mich jetzt erstmal hier vor. Auch wenn ich hierher zurück muss wahrscheinlich. Ich werde, glaube ich, mal... Ich glaube, ich gehe das doch mal ein bisschen strategischer an. Sodass ich diese Träne, die jetzt da zu unserer Linken ist, vielleicht erstmal... Wobei, das ist gar nicht so eine clevere strategische Träne. Verdammt, war das knapp. Heilige Scheiße. Das war ja mal mega knapp. Okay. Alles klar, aber wir haben schon noch wieder über die Hälfte der Zeit rum von unserer aktuellen Träne. Und wir haben gerade mal 4 Stück. Ich meine, es ging ja natürlich trotzdem schon recht fix jetzt gerade bisher, aber es werden jetzt auch fiese Tränen dazukommen. Wie diese hier. Da müssen wir jetzt an dem Seil, was hier hängt, schwingen. Und die zu treffen, kann schon mal ein bisschen dauern. Das Seil immerhin habe ich schon mal getroffen. Ist ja schon mal fast die halbe Miete. Aber jetzt... Link, bitte hör mal auf. Wir haben dafür nämlich nicht allzu viel Zeit. Wie auch du sicherlich weißt. Ich glaube, wir müssen hier oben noch weiterbleiben. Deswegen würde ich mich da jetzt ungern fallen lassen. So. Dann haben wir auch wieder eine Lichtfrucht. Hervorragend. Ein Wächter ist auch wieder am Start. Super. Da freue ich mich. Ja, ja, hier bei dem Herzteil. Alrighty. Haben wir jetzt hier in der Zwischenzeit was übersehen? Ich glaube nicht. Das heißt, wir können jetzt... hier weiter. Das Problem ist, hier sind wir jetzt, glaube ich, an einem Dead End. Da
dann müssen wir gleich dann wieder zurück. Ich lasse mir die da oben mal übrig. Denn hier ist so eine lustige Seil-Action. Wo ich lieber einen Fallschirm habe. Oh, mein Joy-Con hat gerade nicht reagiert, der linke. Link. Der dreht sich irgendwie gerade nicht schnell genug. Das war jetzt nur für den Finsterhalbmond natürlich. Ich glaube, wir sind dann aber auch, ich sag mal, im ersten Teil hier fertig. Warum? Hallo? Okay, meine Joy-Cons funktionieren gerade nicht wirklich. Ich habe eigentlich versucht, genau, zu kalibrieren. Und das wollte er gerade nicht. Genau wegen solchen Zwischenfällen, die ja auch passieren können, neben normalem Versagen, hätte ich dann doch schon ganz gerne diese eine Träne dann noch. So. Okay, da ist die nächste, genau, und dann da wieder. Alles klar. Das ist also schon ein Stück weiter und der Rest wird sich eher oberhalb unseres Startpunktes befinden. Und da müssen wir dann wahrscheinlich einmal ganz nach oben mit dem Wirbelwind. Also das müssen wir auf jeden Fall tun mit dem Aufwind. Ja, das war strategisch auf jeden Fall sinnvoll und gut, dass ich das gemacht habe. Mir die hier übrig zu lassen für jetzt. Und es ist auch gut, dass hier noch eine Lichtfrucht ist. Die lasse ich auch noch gerade, bis ich hier zurückkomme. Nur um sicher zu gehen. Denn hier können die Lichtfrüchte tatsächlich sehr wichtig werden. So, wir müssen jetzt über den gleichen Weg wieder zurück. Auch das dauert schon eine ganze Weile. Und ich weiß leider nicht, wo diese eine Träne ist, die dort... Scheiße. Nee, da komme ich doch hin. Da komme ich genau jetzt hin. Alles gut. Das ist gut. Na, die Lichtfrucht brauche ich nicht, weil da vorne ist auch noch eine. Alles klar. Perfekt, perfekt. Dann hat sich diese Runde doch schon mal... Also gelohnt sowieso, klar. Aber die ist doch eigentlich schon mal sehr gut verlaufen. Damit haben wir schon 9 von 15 Stück. Das ist erfreulich. Und jetzt müssen wir ganz schnell zu den nächsten. Und die sollten sich jetzt alle oben befinden bei diesem Aufwind. Beziehungsweise nach diesem Aufwind. Ah. Jetzt wird es aber auch sehr gefährlich. Also besonders jetzt, weil... Ja... Rutsche. Und man hat schon im Einspieler gesehen, aller Traumaflächen sind am Start. Dieses Feuer macht uns in unserer Seele zum Glück nichts. Aber wir müssen jetzt eben noch 5 von diesen tollen... Nein! Ich bin so scheiße. Ich bin so scheiße und da ist direkt ein Wächter. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Das war richtig lost. Und ich laufe in die falsche Richtung. Oh mein Gott, das kann gut mein Todesurteil jetzt sein. Weil er mir jetzt entgegenkommen wird. Oh, er kommt mir durch die Wände. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ich brauche ganz, 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 ganz dringend jetzt... Eine Frucht. Nicht eine Frucht, eine... Eine Träne. Links oder rechts? Links, oder? Bitte lass hier eine... Na, es ist ein Finsterhalbmond. Scheiße, 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 Scheiße. Bitte? Oh mein Gott. Okay. Alter, warte. Deswegen hasse ich Eldin. Ich dachte so, ja, ich springe da runter, kein Ding. Ja, doch ein Ding. Und genau deswegen dachte ich mir, vielleicht lasse ich hier die eine übrig. Falls ich nämlich auf dem Weg nach unten dann keine mehr finden sollte, müsste ich nämlich jetzt hier den ganzen Weg hochlaufen, da, und dann hoffen, dass ich, bevor ein Wächter mich fangen kann, dass ich dann hier oben wieder eine finde. Ganz ehrlich, auf den Finsterhalbmond geschissen. Den werde ich mir nicht holen, auch nicht später. Die Lichtfrucht wollte ich aber schon ganz... Ach, hier ist noch eine, alles klar. Ja gut, die wollte ich jetzt nicht einsammeln, bin aber reingelaufen, aus Versehen. Und jetzt ganz wichtig, diese aller Traumaflächen nicht berühren. So. Dann jetzt einmal nach rechts. Oder? Wo befinden... Ja, doch. Schon da, wo der... Ich renne am besten, weil dann habe ich besser im Griff, was ich hier treffe und was nicht. So. Ich weiß aber ehrlich gesagt leider nicht, wo die restlichen sind. Wo geht's denn dann weiter? Sind die immer aktiv hier? Scheint so. Ist auch nur fair. Möchte ich meinen. Wo sind denn die restlichen da drüben? Ach du Scheiße, wo ist das denn, sag mal? Also wie komme ich da hin vor allem? Bin gerade nicht so ganz im Bilde. Wo das denn nochmal war? Oder wie man da hinkommt? Also von oben ja nicht. Also muss es hier irgendwo vom Start weg schon die Möglichkeit gegeben haben, nicht wahr? Stimmt. Doch, müsste so sein. Und zum Start komme ich, wenn ich hier nach links laufe. Und ich hoffe inständig, dass es einfache sind. Ich glaube, es wird nur eine kleine Abzweigung sein.
Lichtfrucht ist schon mal super, weil ich brauche ganz, ganz dringend. Ich brauche auch Zeit. Ja, gut, komm. Hier ist ein Finsterdämon, aber was soll's. Jetzt müssen wir ja auch schon Glück haben, dass wir hier ein gutes Timing erwischen. So viel dazu, aber da unten ist direkt eine neue. Aber eben auch ein Wächter. Ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Wir müssen jetzt richtig Glück haben, ne? Wir müssen jetzt richtig Glück haben. Oh mein Gott. Dass der uns nicht vorher kriegt. So, jetzt ist die letzte da oben. Das heißt, es ist noch lange nicht vorbei. Scheiße, 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 scheiße. Ich weiß nicht, was da oben ist. Wenn da oben jetzt ein Wächter auf uns zukommt. Scheiße, 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 scheiße. Bitte Link, bitte Link, bitte Link. Schnell, 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 schnell. Bitte, nein! Es wäre die letzte gewesen. Ich hasse die Siren manchmal so, ne? Ich hasse die Siren manchmal so. Ah, fuck, fuck, fuck. Und alles nochmal. Es tut so weh, aber man konnte es schon sehen, als ich da hochklettern wollte. Das dauert einfach zu lange im Spiel. Deswegen kann man eigentlich nur jedem empfehlen, zuerst hier lang. Oder zumindest die Träne hier unten übrig zu lassen. Aber meine Zeit wurde halt auch schon langsam knapp. Also ja, der beste Weg... Oh, warum habe ich denn schon keine Energie mehr gehabt? Alles klar. Bleiben eigentlich meine Finsterhalbmonde gespeichert, die ich gesammelt habe? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube schon. Oh, ärgerlich. Hätte ich das doch zum Anfang gemacht. Und ah, scheiße. Ich finde aber auch, das ist mit der asozialste. Ich hätte es so machen müssen. Gar kein Ding. Gar kein Ding. Aber... ah, man kann es sich halt auch nicht wirklich ewig angucken, ne? Man ist einfach unter Zugzwang, unter Zeitdruck und alles. Naja gut, dann weiß ich wenigstens, wie ich den Part füllen kann. Auch wenn das jetzt... ja, weißt du was, ich lass mich mal gerade finden. Aktuell habe ich ja eh nicht viel zu verlieren. So. Dann kann ich mir den ganzen Zirkus hier nämlich sparen. Hier ist auch noch einer. Ich habe gerade Glück gehabt, dass der an der richtigen Stelle war. Auf der anderen Seite... hier ist ja sowieso die Träne. Alles klar. Machen wir jetzt erst den ganzen Kram oben? Nein. Ich mache jetzt tatsächlich wieder den Kram drüben zuerst. Weil ich einfach glaube, oben hat man noch bessere Chancen, nicht erwischt zu werden, wenn man quasi schon am... wenn sie einen schon am Schlawittchen haben. Würde ich jetzt ganz spontan einfach behaupten. Weil hier alles so gewunden ist und alles. Und da kann man eigentlich immer irgendwie nach unten fliehen. Auch wenn die tendenziell ein bisschen schwieriger sind. Schwieriger, wenn man Fehler macht, ist es meiner Meinung nach hier. Ja, die sollten wir eigentlich auch erst gleich holen. Naja, ich lasse mir gerade ziemlich viele, ich sag mal, Optionen offen. Darf dabei aber nicht vergessen, dass das hier auch schon ziemlich begrenzt ist aktuell. Meine Zeit, aber es läuft noch, es läuft noch. Fünf haben wir jetzt und davon schon richtig beschissene. Ah, schade. Es hätte fast geklappt. Um ein Haar hätte es geklappt, dass wir das alles im First Try gepackt haben jetzt. Sowohl für Ross als auch Nairus und Dinsiren, aber hier sollte es jetzt einfach nicht sein. Ist auch nicht schlimm. Dennoch ärgerlich. Dennoch ärgere ich mich echt extremst. Na komm. Vor allem, weil es einfach so eine Stresssituation ist, ne? Meine Güte. Man fühlt sich halt einfach so hart gestalkt und paranoid as fuck und alles. Und zu Recht. Zu Recht. Ich meine, das ist auch einfach eine wahnsinnig bedrohliche Musik und eine... ja, wahnsinnig bedrohliche Gegner. Ich meine, habt ihr euch die mal angeguckt? Heilige Scheiße. So, wir machen das gleiche wie gerade. Erstmal Finsterhalbmond und dann geht es zur Träne. Und dann zur Träne, die wir uns jetzt als Puffer übrig gelassen haben. Und generell zu Tränen, die wir uns als Puffer übrig gelassen haben. Ich glaube, ich habe jetzt... ich hätte schon zwei oder... oh, drei auf dem Weg holen können. Bitte, Link, einmal hoch. Danke. Die ich jetzt extra für den Rückweg ausgelassen habe. Das ist ja jetzt hier die am weitesten entfernte Träne in diesem Bereich.
also zeittechnisch sollten wir eigentlich, oder auch falls wir irgendwie nochmal, warum auch immer, erwischt werden sollten. Ich meine, hier sind jetzt auch keine aller Traumaflächen, hier ist auch kein, ja, Suchwächter mit seinen Taschenlampen. Insofern können wir hier eigentlich nicht verkacken, außer Zeit, und Zeit sollte eigentlich keine Problematik sein jetzt hier auf diesem Weg. Gerade natürlich dadurch, was ich mir alles übrig gelassen habe. So. Und dann, ach so, übrigens, wenn wir einmal failen, dann sehen wir alle Positionen auf der Karte. Wir sehen jetzt also, dass wir hier, die Zeit scheint auch anzuhalten, wir sehen dann, dass wir hier die nächste Träne übrig gelassen haben, dann hier, hier und dann eben die drei hier. Das ist eine sehr, sehr praktische Sache, als Hilfestellung, wenn man eben halt einmal verkackt hat. Ich habe ja jetzt auch zum Glück schon alle anderen sonst gefunden, außer diese eine, wo ich gefailt hatte, und die habe ich jetzt auch. Deswegen kann man jetzt wundervoll alles auf der Karte sehen. So. Das hier, wie gesagt, ist dann gar kein Problem. Selbst wenn er uns sehen sollte, haben wir da oben ja die Sicherheit direkt. Wenn ich jetzt nicht wieder so eine Dummheit mache, wie in diese aller Traumata-Fläche gedönst zu springen, dann sollte das eigentlich eine safe Sache sein. Ah, wie ärgerlich, dass das wirklich so mit die schwersten waren, die man eigentlich holen konnte. Die ich nicht geholt hatte vorhin. Ist wirklich ärgerlich. Jetzt haben wir hier keine... Jetzt sehen wir auch mal, wie krass die Auswirkung dann ist, wenn wir keine Lichtfrucht mehr aktiv haben. Ich hole mir mal die hier. Die Träne allerdings nicht. Nur für den Fall, dass wir irgendwie noch verkacken auf der Rutschpartie. Dann haben wir nämlich die Sicherheit, dass wir diese hier noch nehmen können, bevor wir dann zum Ziel müssen. Weil da kommt uns ja dann auch wieder ein Wächter entgegen und so. Und das muss nicht sein. Und tatsächlich sind nur die Finsterhalbmonde noch da, die wir noch nicht gesammelt haben beim letzten Mal. Auch das eine interessante Info. Boah, das war so dumm, dass ich da runtergesprungen bin, ne? Ah, einfach nicht drüber nachgedacht. Aber hey, es ist ja ohne Konsequenzen geblieben an sich. Es lief nur insgesamt dann ein bisschen bescheiden. Gut, links müssen wir insgesamt ja gar nicht, glaube ich, lang, ne? Wir können ja, wenn wir rechts lang gehen, auch die linke noch bekommen, oder? Oder nicht? Oder nicht? Ich glaube nicht. Das kommt drauf an, wie wir uns anstellen, glaube ich. Gucken wir mal. Wenn ich hier gut wegsprinten kann, dann geht das noch. Und neben der, die noch unten ist, sind das ja dann auch die, jetzt die letzten. Und das ist verdammt fies dafür, alles klar. Eigentlich will ich hier gar nicht runterrutschen jetzt. Ho, 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 knapp, knapp, knapp. Aber genau dafür habe ich eben jetzt auch die ganz unten noch übrig gelassen. Auch wenn wir hier dann erstmal dem Wächter hätten entkommen müssen. Dennoch wäre das möglich gewesen wahrscheinlich. Ist auch egal, wir haben jetzt alle Tränendienst gefunden und damit können wir diese Prüfung verlassen. Und das werde ich auch tun. Ich werde nicht noch weiter nach irgendwelchen Finsterhalbmonden suchen. Ich werde direkt das göttliche Geschenk, den göttlichen Schatz in Empfang nehmen und diese Prüfung nie wieder betreten. Oh mein Gott. Ah. Den Seiren immer wieder spaßig. Aber hey. Gehört für den Kick dazu. Und wir haben die Feuerohrringe erhalten. Einer der drei Schätze der Göttin. Jetzt können wir selbst der größten Hitze trotzen. Und damit im Bereich oben weiter. Was auch tatsächlich der einzige Nutzen ist. Also der einzige Nutzen ist hier in Eldin. Mir würde jetzt kein anderes Heißgebiet einfallen. In irgendeinem anderen Erdland oder oberhalb auch über den Wolken. Das können wir nur hier in Eldin an dieser einen spezifischen Stelle einsetzen. Deswegen eigentlich das Item, was so am Use-Listen ist, aber deswegen auch ganz cool, dass es ganz zum Schluss kommt, neben den anderen beiden Schätzen, weil das Tauchen und natürlich vor allem den Greifhaken können wir gut verwenden, in anderen Gebieten. Willkommen zurück, Gebieter. Ich schätze, dass Sie die Feuerohrringe erlauben, in heißen Bereichen einzudringen, in denen. Ich empfehle, dort nach der heiligen Flamme zu suchen. Ja. Ich hatte ja gesagt, mir ist noch eingefallen, dass ich in Firon noch ein Artefakt in den Himmel schießen kann. Warum will ich immer schieben sagen? Ich werde mich jetzt nicht dorthin begeben. Ach, ich bin doof. Ich hätte ja auch eigentlich den Aufwind nehmen. Ach, egal. Wobei, das war komplett dumm. Was mache ich denn gerade die ganze Zeit in den Seiren? Oh Gott. Okay. Ignoriert mich bitte. Ich dachte gerade, ja, wir schießen uns dann hier schön zu einer anderen Statue und dann sind wir direkt da. Und nee, Quatsch.
Das ist der größte Quatsch, weil das war eigentlich schon das Nächste, was wir machen können. Der Tempel ist nicht näher. Das hier ist das Nächste. Da müssen wir jetzt eben wie genau, gerade auch in den Seiren die ganze Zeit, den Aufwind nutzen und dann rüber in die Höhle gehen. Wie die Wasserdrachenschuppe übrigens ein Item, was anlegt, also was dauerhaft ausgerüstet ist. Und unser Inventar füllt und füllt sich. Viel gibt es nicht mehr zu bekommen, zu erringen, wie auch immer man es ausdrücken mag. So, und hier, bling bling, da, reagieren nun unsere Feuerohrringe, warum auch immer Ohrringe sowas absorbieren können, und wir können in diesen Bereich vordringen. Machen wir das auch schon mal, denn wahnsinnig viel anderes haben wir jetzt gerade gar nicht zu tun. Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Die Musik ist ziemlich bedrohlich, ne? Wir befinden uns nahe des Kraters am Gipfel des Vulkans Eldin. Holy shit. Vulkangipfel. In dieser Gegend herrscht eine extreme Hitze. Mit den Feuerohrringen kannst du dich hier länger aufhalten. Das ist gut. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 90%, dass sich die letzte heilige Flamme hier befindet. Ich empfehle, sie zu suchen. Alright. Das tun wir. Und damit haben wir jetzt auch diesen Teil der Karte aufgedeckt und damit das gesamte Vulkangebiet. Das ist der Vulkangipfel. Ich mag das nicht, dass man die Karte nicht so schnell wegdrücken kann. Man muss sie sich immer erstmal so 5 Sekunden angucken, bis Nintendo so sagt, so ja, okay, komm. Du weißt jetzt ungefähr, was auf dich zukommt. Dann darfst du die Karte jetzt auch mal weglegen. Vor allem, weil man die auch selber noch öffnen kann. So ist es ja nicht. So, hier haben wir auch nur eine Vogelstatue. Hier können wir uns nicht hinwarpen. Aber gut. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt nötig. Und ich glaube, diesen Block, dieses Fragment, dieses Artefakt, mein Gott, könnten wir wahrscheinlich jetzt auch schon treffen von hier, oder? Nee, ich glaube immer, man kann es treffen, aber man kann es, glaube ich, noch nicht treffen. Aber versuchen wir es doch einfach. Nee, es geht noch nicht. Es geht noch nicht, auch wenn es schade ist und wenn es knapp aussieht. Aber wir können es noch nicht erreichen. Aus einem bestimmten Grund. Wir werden es später machen können. Merken. Denn offenbar hat das gerade keinen Zweck. Wir folgen einfach mal ganz linear. Oh mein Gott. Dem Weg. Ignorieren jetzt auch mal diese ganzen Glibbys. So, wir sind hier. Es gibt 2 Ausgänge. Hier kommen wir übrigens halt noch nicht weiter, weil hier ist halt die Brücke kaputt, haben wir gerade gesehen. Hier ist das Artefakt. Und das bedeutet, wir können uns jetzt zwischen dem Weg und dem da oben entscheiden. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Und hier befindet sich Wasser. Irgendwas war mit diesem Wasser. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was genau. Ah doch, ich weiß wieder was. So, aber hier befindet sich ebenfalls noch ein Fragment, ein Artefakt der Göttin. Oder ein Herzteil? Nee, ich glaube, ein Artefakt war es. Und dafür müssen wir uns... Na, Moment. Wie ging das nochmal? Ich bin außer Übung. Ach, oder müssen wir uns da einfach fallen lassen? Wie war das? Ich glaube, wir müssen uns einfach fallen lassen. Ja, vergesst es. Und zwar dann um die Ecke. Genau. Genau so. Ganz schön fies. Man kann es mit dem Käfer halt theoretisch vorher erkunden, damit man nicht ins Blinde springt. Man weiß ja auch nicht, ob man da jetzt überhaupt hier so einen Segelflug macht oder ob man da direkt runterfällt. Und das hier, die ganzen Ranken, sind alle nur für den Rückweg. Okay. Mit dem Haken werden wir generell noch ein bisschen zu tun haben. Die Haken, sie sind mordsgefährlich. Oder morgens gefährlich, wie ich mal verstanden habe. Als Kind. So, und jetzt ist da hoffentlich auf der anderen Seite auch was. Ach da, okay, alles klar. Ja, dann müssen wir noch ein bisschen klettern. Damit wir da ordentlich drankommen. So, das muss jetzt aber eigentlich reichen. Jawohl. Perfekt. Und dann sind wir sogar an einem Ort, wo wir wieder mal spielen können. Und ich will jedes Mal irgendein Item ausrüsten. Dabei muss ich einfach nur X drücken. Das will noch nicht so ganz in meinen Kopf. Und wir bekommen ein Glibber. Super, davon habe ich gerade 50 Gefühl abgelehnt. War hier nicht ansonsten irgendwas? Irgendwas, was wir sprengen können? Oder... Ich frag mich halt, wofür hier diese Donnerblumen standen. Ja, genau.
Man sieht es ganz, ganz dezent, diesen Einriss. Aber, boah. Schwierig. Aber ich glaube, hier war nur ein Huni oder so wird. Ja. Ein 100er Rubin, alles klar. Gut, hier ist eine Quelle, sollten wir uns merken. Wenn wir also mal am Vulkan Wasser brauchen, hier sind wir richtig. Und hier geht es hingegen weiter. Gleich kommen wir wahrscheinlich auch wieder Mokmas, oder? Ja, erstmal kommt ein Grone. Lindere meinen Durst. Ich gebe den Weg frei. Okay, Frosch. Hallo, mein Freund. Geht's dir gut? Ich habe gehört, du hast, dass sich hier noch Artefakte der Göttin verbergen sollen. Ich glaube, dass hier unten sich eines verbirgt. Aber die Flammen versperren mir den Weg. Irgendwie muss man diese Flammen doch überwinden können, oder? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ah, wir können jetzt Artefakte der Göttin mit der Aurasuche aufspüren. Ah, praktisch, praktisch. Das werde ich auf jeden Fall hin und wieder dann mal nutzen. In den Gebieten. Und ich muss mich jetzt mal von meiner Fee verabschieden. Denn ihr seht vielleicht, es gibt hier mehrere Feuerbarrieren. Und ich habe jetzt keinen Bock, hier fünfmal hin und her zu rennen. Den Herztrank habe ich mir ja teuer gekauft. Den spare ich mir mal. Auch wenn ihr jetzt vielleicht sagt, ah, aber ich habe doch jetzt hier drei Barrieren gesehen. Das hat seinen Grund. Wartet ab. So. Also das hier ist kein heiliges Wasser oder sonst was, aber es ist eben Wasser, was wir beim Frosch benutzen können, bei diesen komischen Frosch-Mechanismen. Aber dann kommen wir ja auch tatsächlich schon sehr, sehr schnell zum Dungeon, nicht wahr? Der Dungeon ist da vorne übrigens. Auch wenn ich mir bewusst bin, dass das jetzt hier noch nicht alles sein wird. Deswegen sage ich ja auch, wartet ab. So, bitteschön. Erster Frosch ist befriedigt. Beim zweiten wird es etwas komplizierter. Sieh mal, die Flammen sind erloschen. Cool. Ja, und du wirst feststellen, dass da direkt das nächste Problem auf uns wartet. Und da sollten wir gleich nochmal ganz genau ein Auge drauf werfen. Denn da werden wir uns meines Wissens nach durch den Boden graben können. Mit einem von den Löchern. Ah, vergesst es. Vergesst bitte, was ich gesagt habe. Aber wir werden wahrscheinlich schon so ein Loch sehen, richtig? Genau. Diese Löcher haben später noch einen Sinn. Ich habe schon mal eins irgendwo gesehen neulich. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Ich glaube, das war in dieser Vulkanhöhle, wo wir den Nick getroffen haben, der uns überhaupt erstmal die Grabklauen gegeben hat. Ja, ja, okay. Wir kommen nach dem Dungeon nochmal wieder. Sagen wir mal so. So, das ist jetzt ein bisschen fies. Da könnte ich auch daneben gießen jetzt. Also bitte, Link, triff. Dankeschön. So. Wir haben jetzt gleich noch einen kleinen Rundgang, wo uns auch ein Artefakt erwarten wird. Ich würde aber erstmal ganz gerne, damit wir das hier in dem Part noch haben, versuchen, in den Dungeon zu gehen. Also dort oben müsste das Artefakt sein. Was ist der Goron? Ach ja, wir können das ja auch aufspüren. Fällt mir ein. Genau. Das machen wir aber erst gleich. Und das hier sieht ein bisschen aus vom Aufbau her mit diesen Türmen. Ganz entfernt wie der erste Dungeon. Wobei, ganz entfernt würde ich gar nicht mal sagen. Hat schon ziemlich was vom ersten Dungeon. Also kurz bevor man zu Girahim kommt. Oh, schau dir das nur an. Unheimlich. Das ist bestimmt nicht für das Artefakt der Göttin gedacht. Dahinter muss etwas Größeres sein. Na, eine göttliche Flamme zum Beispiel. Und dieses Mal sind die Flammen noch viel größer. Mit einer Flasche wirst du doch nicht weit kommen. Irgendwie müssen wir da genügend Wasser drauf spritzen. Hast du keinen großen Behälter? Dann bräuchten wir natürlich noch eine ganze Menge Wasser. Wie machen wir das nur? Ich kann dir sagen, wie wir das machen. Und das wird eine der vorerst zumindest nervigsten Missionen des Spiels mit sich bringen. Die man auch ganz gerne, zumindest ich, verdränge, dass es sie gibt, dass wir sie machen müssen. Fei würde uns jetzt helfen. Ich weiß, ich skippe auch durchaus einiges Feis Dialoge jetzt natürlich, weil ich einfach weiß, was ich zu tun habe und das dann einfach auch direkt mache, anstatt sie zu fragen, aber naja, spart Zeit. Vereinfacht gesagt. Das Artefakt holen wir noch gerade in dem Part. Und ich glaube, dann lasse ich Fei auch nochmal ausreden. Vielleicht sollten wir das jetzt tun. Hat sie noch was zu sagen denn? Weiß ich nicht. Okay, dann gehen wir erstmal weiter. Wir lassen Fei gleich noch zu Wort kommen. Dann darf sie gerne ausführen, was ich schon weiß. Nämlich, dass ich scheiße gegen Exalfrost bin. Ja, super. Haben wir immerhin mal gesehen, wie er zappelt. Dadurch aber den Eidechsenschwanz nicht bekommen. Super. Ja.
Wie der Grone, wie Marugo, glaube ich, ne, schon sagt, eine Flasche wird nicht reichen. Und wir kennen nicht wirklich viele Behälter in diesem Spiel. Aber einen kennen wir. Oder einer könnte einem zumindest in den Sinn kommen. So ganz peripher. Wurde auch eher so am Rand, sage ich mal, benutzt. Wenn auch für die Main Story. Also sag an, Fei. Was hast du im Sinn? Gebieter, ich habe dir etwas zu berichten. Ich kann an diesem Ort kein Wasser erspüren. Um diesen Mechanismus zu bedienen, wird viel Wasser benötigt. Ich empfehle, danach zu suchen. Wow, das war ja richtig, richtig hilfreich. Ja, wir müssen zurück zu Fyrone. Nicht nach Fyrone, sondern zu Fyrone. Und genau deswegen habe ich auch gesagt, dass ein Artefakt, oder ich glaube, es ist ein Artefakt, was ich da noch übersehen habe, vergessen habe, nach dem vierten Dungeon. Das können wir super damit verbinden, denn zu dieser Teleport-Statue muss ich mich sowieso warpen, da muss ich mich sowieso hinfallen lassen, um schnellstmöglich zu Fyrone zu kommen. Denn sie war ja in einem Behälter drin mit dem heiligen Wasser, was wir da reinkippen mussten, um wieder gesund zu werden. Und diesen Behälter können wir uns jetzt zunutze machen. An dieser Stelle aber, ja, wir werden das Ganze nicht problemlos transportieren können. So viel dazu, mehr im nächsten Part. Es wird eine nervige Mission. Freut euch vielleicht trotzdem drauf. Bis dahin. Tschüss.